Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022 mit mir zusammen, der Danny spielt das. Wir werden heute ein wenig ÖBB CityJet fahren, und zwar auf der legendären Strecke Seebergbahn. Und wir werden jetzt hier, wie es da steht, unseren Zug vorbereiten. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem wunderschönen Zug und diesem schönen Video. Lehnt euch zurück. So, wir starten mal. Öffne derweil die Türen. Machen. Batterie an. Stecken den Schlüssel ein und. Ach. Na. Gibt's doch nicht. Mann. Und. So. Dann. Können wir mal schauen. Zack. Nee, das brauchen wir nicht. Das machen wir. Das, guck mal. Das ist gehoben. Da machen wir den Hauptschalter ein. Das nach vorne. Dann, was ganz wichtig ist, das habe ich vorhin schon vergessen. So, ich hatte mich vorhin vergessen, die Handbremse zu lösen. Und habe mich dann gewundert, warum wir nicht vorwärts kommen. So, wir brauchen aber auf jeden Fall noch. Genau. Tiefer, PCP-Boot 70. Okay. So, eigentlich sind wir jetzt abfahrbereit. Dann bleiben wir mal bei 70. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Lassen wir das einfach mal. Da machen wir es lieber aus, weil mit PZB Mod 70. Egal. So, dürfen wir jetzt gleich fahren. Abfahrt. So, Türen werden geschlossen. Hört sich gut an. Dann würde ich sagen, auf geht's. Parallelfahrt, wunderschön. Erste Station, Brechte. Wir fahren über Brechte, Echten und als letzte Station Eimsfeld. Wunderschöne Gegend. War was ganz anderes als immer die Großstädte. Ich finde das wunderschön hier.
So, dann sind wir auch gleich schon an unserer ersten Station. Er hört sich an wie ein Diesel, ist aber wirklich ein Elektrotriebwagen. Also das kann ich euch versprechen. So, Ankunft. Der bremst wirklich gut, also Wahnsinn. Ein Stückchen können wir noch. So. Bei dem Video ist der Bahnsteig ein bisschen hoch, oder meine ich das nur? Oder? Der ist ein wenig zu hoch geraten. Aber sie steigen trotzdem aus. Durch die Zonentüren. Ja, Wahnsinn. Die Türen gehen gar nicht auf, aber sie steigen trotzdem aus. Schaut euch das an. Nicht eine Tür geht auf. Der Wahnsinn. Aber trotzdem kommen Leute raus. Hier in Brecht ist alles möglich. Brecht ist weg. Das ist unser Zug hier. CityJet ÖBB. So, wir haben bereits wieder Abfahrt. Dann wollen wir das mal in Angriff nehmen hier. Gucken das Ganze mal von draußen an. Da geht's hin. Und wir sind zu schnell, viel zu schnell. So, als nächstes kommt Echten. Von Brechte nach Echten. Oder von Brechte über Echten nach Eimsfeld. Wenn man jetzt von Eimsfeld nach Seeberg fährt, dann fällt mir ein lustiger Spruch zu ein. Ich musste echt brechen auf dem Weg nach Seeberg. Ja, ich weiß, das. Aber ja, Spaß muss sein. Ups, ups, ups. Bisschen diesig heute, ne? Fast neblig, also. Auch nicht gerade das beste Wetter. Wahnsinn, die Aussicht. Wahnsinn.
So, echten. Und schon wieder ein zu hoher Bahnsteig. Mal sehen, ob die Türen jetzt aufgehen. Ein bisschen können wir noch. Es bremst ja gar nicht, dann bremst du auf einmal zu schnell. Und die Türen gehen abermals nicht auf. Wartet mal. Ich das jetzt so mache. Ach so, man muss noch extra mit diesem Schalter nachhelfen. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Abfahrt. Ja. Dann schließen wir wieder die Türen. Ach jetzt, ah, ich Idiot. Auf geht's. Auf dem Weg nach Eimsfeld. Kein besonderes Szenario oder kein spektakuläres, sondern einfach ein kleines Szenario für zwischendurch. Nichts Besonderes. Ich freue mich einfach mega, mega auf Chainsaw World 3. Also, ich kann es kaum noch erwarten. Obwohl es noch lange 3 Wochen sind. Bis dahin. Ah, endlich, ein Gegenzug. So, dann dürfen wir gleich endlich 100 fahren. Wunderbar. Ach, wir fahren nach Budapest. Geil. Ich habe jetzt mal einfach aus Zufall
Budapest eingegeben. Es wird eine längere Reise, aber da steht tatsächlich Budapest. Wahnsinn! Ich glaub's kaum. Ach, jetzt kommt der Tunnel. Aber gleich. Wir dürfen übrigens 100. Eieieiei. Glaubt mir sonst keiner. Dieser Zug fährt nach Budapest. Steigen Sie jetzt ein. Der Regionalexpress von Seeberg nach Budapest in Ungarn. Ich hoffe, Sie haben genug zu trinken und zu essen dabei. Es wird eine längere Reise. Also merkt euch die Zahlenkombi. Was habe ich da eingegeben? Ach, keine Ahnung. 145. Das geht nach Budapest, Delhi. Übrigens stammt der Zug von RSSLO und nennt sich ÖBB CityJet. So, damit hätten wir dann auch unsere Endstation erreicht. Also jetzt nicht Budapest, sondern fürs erste Almsfeld. So, dann wollen wir es mal bis vorne rollen lassen. Damit die nicht so weit laufen müssen, die Damen und Herren. Die von der Bahn sind ja kundenfreundlich. Das ist ja selbstverständlich. Ah, ein bisschen noch. Ganz den Bahnsteig ausnutzen. So, jetzt aber. So, wir öffnen die Türen. Hier sind sie geöffnet. Habe ich es auf der anderen Seite auch geöffnet? Nein. Gut. Ja, das war's dann mit dem kleinen, hübschen, süßen Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Wir sehen uns dann vielleicht in Budapest wieder. Wer weiß, wo dieser Zug noch hinfährt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der Dennis Spieters. Bye, bye. Haut rein.